So, wir wünschen euch einen guten Mittag eher. Naja, 10:30 haben wir jetzt. Ne, wir sind ein bisschen Hausputz am machen. Wir haben oben gerade schon was aufgeräumt und Wäsche habe ich auch schon runtergebracht. Und ja, einkaufen hatte ich jetzt eben nicht geschafft, weil Emma um 6 wieder wach war. Dann wollte sie nämlich wieder um 9 hat sie dann ihren Vormittagsschlaf oder Mittagsschlaf, ich weiß noch nicht genau, zu was das jetzt führt, gemacht. Und meine Mama kommt ja gleich gegen Mittag, weil ich den Zahnarzttermin für meine Zahnspange habe zum Nachstellen. Und dann schauen wir mal, ob Emmy nochmal. Ob Emma nochmal schläft. Bist du am Turnen? Pass aber auf, ne? Genau, guck, ob sie schläft, ob die zwei mitkommen oder was auch immer oder hier warten. Eigentlich wollen wir auch noch dann zum Obi, weil der Papa der Oma eine Garderobe baut, ne? Und ja, winke, winke. Ja, was machen wir heute noch? Großartig, ja, Papa ist heute wieder arbeiten, ne? Oh, es ist ein bisschen stressig. Ne, Mensch, jetzt ein bisschen stressig jetzt wieder mit dir alleine. Aber gut, das schaffen wir auch. Oder das schaffen wir. Naja, jetzt nachdem sie eben wach wurde, habe ich dann, wie gesagt, oben einmal sauber gemacht. Ja, da liegen Mamis und Babys Flasche, ne? ja, mit dem Abnehmen läuft es soweit eigentlich ganz gut. So die erste große Abnahme. Ich hatte ja jetzt schon 1,9 oder 1,7. 1,7 habe ich runter. Jetzt hat sich noch nichts weiter getan, aber gut. Das wird auch schon noch kommen. Was wollte ich noch erzählen, Amy? Dass du ein süßer Fratz bist, ne? Du bist ein süßer, süßer Fratz. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das gleich mit der Zahnspange ist, mit dem Nachstellen. Ob das wieder so schlimm ist wie am Anfang. Am ersten Tag ging es ja noch, aber dann, ich habe, glaube ich, fast eine Woche nichts Festes gegessen. So, schön am Laufen. Ja, sie versucht immer öfter mal frei zu stehen, ne? Beziehungsweise zwar auch an der Hand, aber du bist klasse, ne? Du bist klasse, bald kannst du richtig laufen. Ja, dann läufst du von uns allen weg. Ja, das passiert so. Ja, irgendwann bist du auch so groß wie Mami bestimmt. Oh ja. Oh, au, 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 au. Ja gut, wir machen jetzt mal weiter, ne? Dein Mittagessen steht schon drin. Aua. Und dann gibt es gleich Mittagessen um 11, ja. Machst du Ei? Ei, mach mal Ei bei Mama. Ei, 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 oh fein, Ei, Ei. Bist du aber ein nettes Baby. Jetzt an den Haaren ziehen, ne? Genau. So, wir machen... Hey! Was bist du für ein fesches Baby? Ja, alles für die Kamera, ne? Alles für die Kamera. Oh Gott, ich sehe aus. Naja, wir machen jetzt weiter, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Ne, die Wäsche steht auch hier. Zwei Körbe zu waschen und unten liegt auch noch was. Muss man hier bald wieder bügeln, ganz viel. Wie ist das eigentlich? Spügelt ihr eure Babywäsche, die ganz kleinen Sachen hier, oder legt ihr die nur zusammen? Ich habe sie bis jetzt ja immer nur zusammengelegt, aber so manchmal jetzt ein paar Teile fangen an, die sehen dann immer mal ein bisschen komisch aus oder so Rüschen oder so liegen halt falsch, wenn man sie nicht bügelt. Aufpassen, Schatz, ne? Noch bügeln wir nicht. Ich finde das einfach blöd, so kleine Miniteile. Ja, was? Hingesetzt. So, meine Mutter war jetzt eben da, deswegen hatte ich jetzt nicht weiter gefilmt. Ich war beim Zahnarzt, hat alles super geklappt. Der hat das, sie hat das nachgezogen. Oh, hier blendet das Herz aber sehr. Hat sich auch schon gut was getan. Wir sind sehr zufrieden damit. Kommst du gucken? Kommst du gucken? Kommst du hoch? Warte, Schatz. Kommst du hoch, okay? Redest du mit, okay? So. Bist du mit drauf, okay? Besser? Ja, 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 ja. Ja. Zähne, alles okay. Dann war ich bei der
eine Fotografin, wo wir hier die Bilder haben machen lassen. Die hat ihr Studio heute eröffnet. Emi. Studio eröffnet. Da waren wir gerade, ne, und haben noch ein Fotoshooting gebucht. Ja. Und jetzt ist meine Mama weg. Jetzt, ja, ist weg, ne? Ich war mit ihr spazieren, dann hat Emmy schön geschlafen und ich war schnell einkaufen. Ne, und habe die schönen Sachen mitgebracht. Und ja. Ja, die schöne Kamera, ne? Die schöne Kamera. Jetzt warte ich, dass mein Mann, na, also kurz bevor Feierabend hat, fange ich mit Kochen für uns beide an. Du schaffst es, glaube ich, nicht so lange. Da ist jemand müde. Ich guck mal, dass jemand jetzt nicht steht. So, ich passe nicht ganz mit dir ins Bild, ne? Was ich auf jeden Fall mitgebracht habe. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja viel mit Einhörnern. So ein Ballon-Einhorn. Ballon-Ball-Einhorn. Kann man wohl aufpusten. Er ist mehrfach aufblasbar. Wirf ihn, fang ihn, drück ihn, lass ihn springen. Sollen wir mal gucken? Sieht auf jeden Fall lustig aus und fühlt sich auch lustig an. Guck mal, ein kleines Einhorn. Wenn wir mal gucken. Fest einstechen. Wie tief denn? Was steht denn da? In das Ventil fest einstechen zum Aufblasen rein, weil also manchmal etwas tiefer, wenn schnell mit Luft durchgeht, bis zur gewünschten Größe, dann das Mundstück einfach rausziehen. Okay, wir gucken mal. Aufpassen. Noch tiefer. Uiuiui. Oh, um Gottes Willen. Wer soll sowas denn aufpusten können? Das möchte nicht. Das muss der Papa, glaube ich, machen. Oh Gott. Okay, man muss das durchstechen. Sieht irgendwie dämlich aus. Das sieht so lustig aus. Und wie groß jetzt? Maximal 25 Durchmesser. So, jetzt hat sich auf jeden Fall geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viel 25 cm ist. Ich bin darin echt schlecht. Guck mal. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. So. Bisschen durchsichtig. Guck mal, wie fein. Boing, 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 boing. Boing. Wie ist das? Kann man kneifen, ne? Oder müssen wir gucken, dass die Fingernägel gut geschnitten sind? So süß. Emma macht mittlerweile immer so ein bisschen Ei an den Toilettenpapierpackungen, die ich eingekauft habe. Oder Gesicht. Total süß, ne? Du bist ein süßes Baby. Ist ein süßes Einhorn. Wow, ist das deins? Musst du das kaputt machen? Oh Gott. Emma, es muss nicht jetzt schon am ersten Tag kaputt sein, oder? Wow, das sind die Füßchen, ne? So viele Füßchen. So, mal ein neues Bild. Ich in der Küche. Ja, ich kann auch kochen, wenn ich möchte. Du bist mit am Start, ne? Du bist mit am Start, genau. So, auf jeden Fall gibt es einmal hier. Ich habe schon mal die Tüten rausgeholt.
Für meinen Mann koche ich von HelloFresh. Da gibt es heute zarte Hähnchenbrust auf Zucchini-Gemüse. Das fangen wir dann jetzt gleich mal an. Ein bisschen später als gedacht, weil Emmy geschlafen hat. Emma kriegt das hier gleich mit Haferbrei gekocht. Also ich koche für jeden das eine und habe ich sauber gemacht. Möchtest du es haben? Möchtest du es haben? Ist es schön? So. Ich lege mir dann meistens schon mal alles bereit. Ich habe das Ganze ja jetzt quasi für zwei Personen. Mein Mann möchte eigentlich zweimal davon essen. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Ich hoffe, die Position ist so in Ordnung. Das Ganze machen wir mit dem Thermomix. Ein Stück nach vorne. Das da runter. Und dann bauen wir den mal auseinander. Damit wir hier loslegen können. Die Zuckerschoten jetzt sauber machen. Das ist dann auch halt so richtig abgepackt der Reis in der Portion, die man braucht. Die Kaiserschoten genauso. Weil wenn man das alles so einzeln kauft, finde ich, ein Zucchini sieht wunderschön aus. Ja, wenn man das alles so einzeln einkauft, hat man halt auch total viel Müll, finde ich. Von daher ist ja alles. Wir passen auch an Gewürz und Senf und alles, was man so braucht. Das kann man auch direkt als Mülltüte benutzen. Das mache ich meistens auch. Dann machen wir einmal die Zucchini sauber. Zucchini sauber. Die Kaiserschoten machen wir auch noch sauber. So, das Essen ist mittlerweile fertig. Magenschmerzen immer schon vorm Essen. Oh, ich hasse das, ja. Mein Akku ist auch gleich leer. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen. Wir spielen noch. Bringst du deinen Ballon mit? Und müssen gleich unbedingt was aufräumen. Hier sieht es aus. So, ich wollte mich eben verabschieden, bevor ich einschlafe. Und dann muss ich nachher das Video ja noch machen. Dann sage ich aber einmal tschö und wir sehen uns morgen.